James. Ja, servus Leute, was geht ab? Euer James Alpha wieder hier und ja, heute reagiere ich mal auf Samurai von Miyagi. Das habt ihr euch ja in den Kommentaren gewünscht und ja, falls ihr noch weitere Wünsche habt, schreibt mir den einfach unten rein unter dieses Video, dann werde ich auch auf den Song reagieren und ja, jetzt hören wir mal rein in den Song hier. Okay. Also Winter. Samurai ist ja der Titel. Oh, cool gemacht. Also es geht jetzt auch tatsächlich im Video auch um einen Samurai. Finde ich immer am besten, wenn die Story halt auch was mit dem Titel zu tun hat und es ein Gesamtkunstwerk ist. Auf jeden Fall eine düstere Stimmung. Also es hört man schon so ein bisschen düster. Ja, schon ein bisschen so Horror. Horrorfilm erinnert mich das irgendwie so ein bisschen. So Horror-Movie. Boah. Gute Effekte auf jeden Fall. Jetzt bin ich mal gespannt. Boah, ja, hier auch so wirklich düstere Stimmung, Nebel, nachts, es ist ja Mitternacht jetzt oder spätabends. Oh ja. Oh, auch interessante Snare. Die Snare ist gar nicht. Das ist eigentlich so eine Form von Kick irgendwie. Nach links gepennt. Oh, das letzte Mal, dass ich so eine Spinne gesehen habe, ich schwör's euch, das war bei Harry Potter. Weiß nicht, ob ihr Harry Potter kennt, aber ja, könnt ihr mal unten reinschreiben. Also ich habe auf jeden Fall Angst vor Spinnen, zumindest vor größeren Spinnen und auch vor so schwarzen. Boah. Auch krass gemacht. Ich meine, das ist in einer gotischen Kirche. Wahrscheinlich orthodoxe Kirche, nehme ich mal an. Ja, ist krass. Und hier ist so eine krasse Spinne noch mit eingebaut. Also, das ist schon... Auch geile Effekte hier einfach im Video. Diese Steine, sehr geil gemacht. Wirklich, muah. Und das ist jetzt der Samurai, ja, der macht sein Ritual. Also auch sehr krass gepennt, auf jeden Fall das Stereofeld, wirklich jetzt musikalisch betrachtet, sehr gut ausgenutzt. Und ja, sehr, sehr, ja, sehr gutes und auch sehr krasses Stereobild. Krass. Diese Effekte hier oben ist eigentlich, das ist doch hier so Steine waren das. Und jetzt kommen hier so von unten so Lichter. Sehr geil, animiert auf jeden Fall. Da kannst du hier so
so mit dem Feuerzeug noch mitwippen. Sehr gut, sehr geil gemacht. Wirklich so diese Stimmung haben die echt, das machen die aber wirklich in jedem Video, habe ich jetzt mittlerweile auch verstanden. Schon krass, also ich kann schon spüren, ich weiß nicht, also ja, mir kommt jetzt schon die ein oder andere Träne fast, also es ist schon, ja, schreibt mir unten rein auf jeden Fall, wie euch Samurai von Miyagi gefällt. Und ja, wie ihr die Stimmung findet und auch gerne, um was es im Text geht. Und ja, wenn ihr was, euch was wünscht, dann schreibt es auch unten in die Kommentare rein. Ah, okay, jetzt weiß ich auch, warum ich ja den Tränen nahe bin. Tatsächlich, weil jetzt ja die Stimmung, die nimmt immer mehr an Dramatik zu. So als ob man jemanden verloren hat. Wow, es wird ja immer besser, also schon krasse Effekte auf jeden Fall, also wirklich, da wirklich, das ist schon krass gemacht, auch an die Videoproduzenten. Wow, ich sag's euch wirklich, Harry Potter, ich glaube Harry Potter 3 oder 4, boah, also... Ich habe ja die Bücher gelesen und es war schon krass. Oh. Und sie ja irgendwie so die Spinne. Das ist schon krass gemacht. Boah. Puh. Directed by Jan Bokanovic. Produced Tatjana Patrenina. Also wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Fand ich richtig geil, das Video. Und gebt auch einen Daumen nach oben. Ja, gebt meinem Video auch einen Daumen nach oben. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer James Alpha.